Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 165. Wir waren hier unsere zwei Quests noch abgeben und dann gucken wir mal, wo Corki aushängt. Theoretisch müsste der irgendwo sein. Wir müssen, glaube ich, noch weiter ein Stück nach hinten zu kommen. Ich hatte euch ja von meinem Kumpel erzählt. Der immer wieder angefangen hat, immer aufgehört hat. Ich habe nur versucht anzuschreiben. Ist zwar schon ein bisschen was, ja, aber wirklich gehört habe ich nichts mehr von ihm. Wie es ihm geht oder so, keine Ahnung. Ich meine, falls er es sieht, kann er mich ja gerne anschreiben. Ich würde mich riesig freuen. Aber nö, der hatte damals anders noch. Ich glaube, der ist dann, hat er eine Klasse wiederholt. Da haben wir zwar ab und zu noch gesehen, haben ein bisschen gequatscht. Aber wirklich das Thema WoW oder so kam nicht mehr auf. Dann habe ich ein bisschen noch gespielt, dann kam damals Diablo raus. Diablo 3. Dadurch, dass ich dann dieses Jahresabonnement sowieso hatte. Jetzt sind sie leider nicht verpackt. Dadurch, dass ich das Jahresabonnement hatte, war ja quasi Diablo 3 mit inbegriffen. Habe ich ja gespielt. Da habe ich gedacht, ach, schreib sie nochmal an mit seiner E-Mail-Adresse. Und dann schrieb er zurück. Dachte ja, hi, ich spiele auch noch, ich spiele jetzt auch Diablo. Weil das ist gerade rausgekommen und super Diablo 1 in 2 Fällen und dann hat er sich auch wieder einen WoW-Account erstellt. Also seinen alten WoW-Account hat er dann wieder geholt, wo er nichts mehr hatte, hat also wieder neu angefangen. Was war denn da damals? Mr. Pandaria war das? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Mr. Pandaria. Naja, auf jeden Fall hat er dann auch wieder gespielt. Er hat diesmal auch so etwas länger gespielt. Weil Schule und so war Ende. Ich war quasi auch schon im Berufsleben, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob er auch, er sagte, er ist ausgezogen. Zu Hause. Aber im Moment, ich will nicht lügen. Ich glaube, im Moment macht er nichts oder so, sagt er. Naja, und dann hatte ich ihn irgendwo nochmal, oder hab dann ein bisschen mit ihm gespielt. Er hatte dann zwei Stück nachher auf Maximallevel, bei WoW jetzt. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es jetzt Katar war oder Mr. Pandaria, aber ich glaube Mr. Pandaria war es schon. Und irgendwann schrieb er, also, es geht wieder zu weit, es tut mir leid. So, was geht zu weit? Also, ja, das mit dem Spielen. Er kann das nicht. Wenn er spielt, dann spielt er und kann auch nichts anderes tun. Und es tut mir leid, ich müsste das jetzt verstehen. Aber er hat mich quasi nicht ausreden lassen oder so. Er hat nicht gesagt, ich hätte ihm gesagt, ja, finde ich gut, dass du quasi so denkst und ich glaube, das sind die Elite-Quests. Und dass du das dann so machst für dich und gar keine Frage. Ich hätte ihm auch geholfen. Ich hätte auch gesagt, komm, wir machen das zusammen oder ich helfe dir. Danach hatte ich halt nichts mehr von ihm gehört. Hat auch wieder seine Charakter gelöscht oder seine Charaktere gelöscht. Schrieb, es war eine sehr schöne Zeit mit euch und möchte das auch nicht missen und ich finde, das sollte total Mist, dass WoW immer sein Leben klaut, sagt er damals. Und vielleicht sehen wir uns noch irgendwann mal in einem anderen Leben. Das hatte sich schon ein bisschen makaber an, fand ich. So als wenn er jetzt komplett mit seinem Leben aufhört. Und dann war er weg. Mal wieder. Bis jetzt habe ich, und das Mr. Pandaria ist ja schon eine Ecke her, nichts mehr gehört. Und jetzt haben wir einen tollen Fehler, den ihr leider nicht seht. Das war so, ich glaube, der Anstups dafür,
kurz Pause zu machen. Gut. Ich überlege mal, wie ich das am besten mache. Ich sage, ich mache hier kurz Pause. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Oh, willkommen zurück. Was das auch immer war. Ich hatte eben nochmal versucht anzumachen. Aber dann schmiss er mich direkt raus. Halt jetzt nicht so lange. Ist genau, keine Ahnung. War einfach ein WoW-Error, stand da gerade. WoW nochmal neu gestartet. Funktioniert wieder, sagt er. Ich glaube, ich mache gerade voll den Blödsinn. Ich pochte mich mal nach Sturm, nach Schattrad. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Zahngamaschen. Beziehungsweise verkaufen erst gerne dann den Zahngamaschen. Wie viele Quests? Oberanführer. Obwohl, den Oberanführer könnten wir theoretisch jetzt schaffen. Schnell was wegschicken. Alter, was sind wir denn? Alter oder Seher? Oh, ich vergesse sowas immer. Aldo. Okay, Aldo behalten wir. Ja, Dankeschön. Die behalten wir auch noch. Das können wir verkaufen. Das ist wegschicken. Oh, und das Fleisch können wir auch wegschicken, genau. So. Gucken, dass wir ein bisschen was verkaufen. Ne, das sind wir doch. Aber was man jetzt machen kann, ist Strich. Schneeflocken. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich habe schon lange wie in WoW kein Weihnachten mehr gesehen gemacht. Ich glaube, 2 Jahre oder so ist es jetzt her. Hi. So, haben wir das auch weg und rufen. Schön. Aber wir wollten verkaufen. Da hinten müsste irgendwo ein Verkäufer stehen. Ist auch nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Was ein Murks, was ein Murks. Haben wir hier einen drin? Zum Bananen auch weg. Mann, 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 Mann. So. Schmeißen wir uns wieder auf unseren Tiger. Dann gehen wir erst in die. Guck mal auf der Höhle. Freihalbinsel, weil. Gibt es ja die Quest mit dem Oberanführer. Falls wir das dann wirklich schaffen, was ich denke, weil der ist, glaube ich, maximal 61 Elite. Müsste das ja gar kein Problem für uns sein, weil wir sind 66. Daher gehe ich davon aus, dass das kein Thema sein sollte. Gut, die Dungeon alleine schaffen wir jetzt nicht. Aber die lassen wir mal drin. Jägerquests lassen wir auch drin. Und wir sehen in Nagra nur noch Gruppenquests. Außer halt die Corki-Quester und die eine. Ehrenfeste. Gut. Wilder von Tarokka. Eigener Seedeckhallen.
Okay, seht ihr Kallen? Ist quasi hier. Seht ihr? Kriegt man da nämlich Dungeon Quests. Ansonsten gucken wir mal in den Zahngammaschen. Haben wir ja auch noch die eine und andere Quest. Aber zurück zum Thema. Wie gesagt, hat dann gesagt, er hört auf. Und dann war er weg. Dann habe ich auch nichts mehr von ihm gehört seit MU, seit ja MOP. Ja, ich hatte den ja auch in der Freundesliste hier, Battle.net Gedöns. Da haben wir halt oft geschrieben, habe ich gesehen, dass er viel entweder in WoW war oder viel in Diablo. Da sagt er halt auf. Hat dann alle Charakter wieder von sich gelöscht, hat dann alle Charakter bei Diablo gelöscht und dann sagt er, wer weiß, wann wir uns wiedersehen, er wünscht mir alles Gute, blablub, und hat dann auch die Freundschaft quasi im Battle.net beendet. Fand ich ehrlich gesagt schon krass. Wie gesagt, ich kannte ihn ja wirklich und dann auch, okay, das ist heftig jetzt. Also was denkt man ja nicht, dass der dann auf einmal weg ist? Oder dass einer dann einfach aufhört, ohne sich nochmal irgendwie zu melden. Ja, das Problem an Questhelper, das zeigt nicht an, wie man grüne Quests hat, wo man am besten hingeht. Das zeigt halt immer nur, was sie tolle Quests an für den Levelbereich. Das heißt, wir müssen den Oberanführer selber suchen. Aber ich meine, der war da hinten. Da unten drin hier. Ja, wie gesagt, dann wurde er einfach weg. Und dann habe ich nichts mehr gehört. So wie ich nachher dann erfahren hatte von jemandem, dass der wohl damals, das ist der nicht, ne? Grausamer getötet. Nee, 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 nee. Dass du wohl damals viel gespielt hat. Und in Klassik. Dass er damals viel in Klassik gespielt hat und dann irgendwann haben seine Eltern mit ihm geschimpft, weil er wohnte noch dort, er war zwar schon was älter. Dann lass ihn um die 20 gewesen sein. Und der wirklich in so einer WoW-Sucht steckte. Und dadurch konnte der. Ist er dann immer wieder reingerutscht. Aber er konnte immer sagen, er hört auf, er lässt es. Aber er fing halt immer wieder an. Und egal was für Online-Spiele, ne? Es hat ihn alles wieder da reingeholt. Gut, Diablo, weiß ich nicht, ob ich, wenn ich so vorbelastet gewesen wäre, ob ich es gespielt hätte. Ich meine, ich spiele auch gerne WoW. Und wie er manchmal mitbekommt, schaffe ich es ja auch nicht mal eine Folge zu machen, weil ich entweder zu viel arbeiten muss oder keine Zeit habe wegen Weihnachten jetzt, die Zeit. Das ist das, ne? Es ist halt so manchmal mit allem. Ich versuche, sag mal, ich nehme da noch die Zeit, damit ich schaffe alles, aber manchmal keine Chance. Ich weiß nicht, wo der Oberhandführer ist. Mist. Mensch, was haben wir denn da? Pui. Pui, Zoom Level. Get a Nö, das ist falsch. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht oder hört. Hier unser der Freund von allen ist unterwegs. Teufelsfischer? Nee. Dieser komische Roboter. Naja, auf jeden Fall, ich fand das schon heftig, dass man dann auch nichts mehr gehört hat. Ich weiß nicht, ob es ihm gut geht, ob es ihm schlecht geht, ob er überhaupt noch da ist.
Würde mich interessieren. Würde mich wirklich interessieren. Ich weiß, wo der ist. Da. Hier, da ich von Agona. Okay. Da fixt mir gerade die Schuppen von den Augen. Der Teich von Agona, das ist der große Dämon. Okay. So, jetzt die Frage für mich. Schaffen wir den? Ich weiß. Uff. Wir fliegen jetzt am besten rüber und gucken uns das mal an. Weil ich meine, der war doch nicht ohne. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Wenn es wieder ist, Let's Play WoW The Burning Crusade. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zugucken und auf Wiedersehen.